Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Part der Omega Rubin Randomizer Unlock Challenge. Und ja, wir können uns jetzt mal wieder auf regelmäßigere Uploads freuen. Also gerade was den Randomizer angeht. Und ich würde sagen, ohne groß weiter rumzulabern, gehen wir mal kurz auf das Team ein. Ich weiß, ich bin auch underleveled, ne? Also ich bin, gerade was Jona und Dennis angeht, ich bin underleveled. Ich weiß, eine Training-Montage wird noch kommen, nur halt jetzt im Moment noch nicht. Aber die beiden werden noch ihre Momente bekommen. Aber fangen wir erstmal an mit unserem Kleopatra, nämlich Kara, dem Kleopatra, mit einem Rechenwesen und der Fähigkeit Flexibilität und den Attacken mit Ladungsstoß, Eruption, Raub und Steinkante. Ich glaube, das Moveset hat sich seit Folge, keine Ahnung wie viel, 5 oder so, nicht geändert. Also, nicht schlecht. Dann haben wir das kauzige Notdünger. Oh mein Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Boah, was war das gerade? Das kauzige Notdünger Chelterra. Mit dem Spitznamen Michelle auf Level 54 mit den Attacken Schemenkraft, Goldene Zeiten, Drachentanz und 1000 Pfeile. Dann haben wir Lytako, das stille, sich gerne prügelnde Dösigkeitslamos mit den Attacken Surfer, Schocksamen, Donner und Weichei und ist auf Level 54. Dann haben wir Jona, das Solo-Bedroher Arbok auf Level 36 mit den Attacken Schlitzer, Stärke, Siedewasser und Kraftkoloss. Dann haben wir Dennis, das milde Wegsperre, wo ihn genau, auf Level 34 mit den Attacken Inferno, Geokontrolle, Solarstrahl und Eisspeer. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch Nacho, das taghafte Vegetarier Viscogon mit super guten Werten, muss ich sagen, also die sind echt nicht schlecht. Auf Level 52 mit den Attacken Voltwechsel, Knochenrang, Nahkampf und Zenitstürmer. So, und ich würde sagen, wir werden heute nicht die Stadt erkunden, wir werden uns heute direkt der Arena widmen, direkt auf jeden Fall. Und ich denke mal, wir werden im nächsten Part die Stadt erkunden, wir werden im nächsten Part noch das ein oder andere Pokémon fangen und wir werden dann auch ich würde jetzt mal sagen, letzten Vorbereitungen treffen für die Top 4. Beziehungsweise für die Siegestraße und dann für die Top 4. Und glaubt mir, Leute, das wird nicht einfach. Und ich würde sagen... Mann, was ist gerade los? Ich würde sagen, wir legen jetzt auch los. Wir legen auch los, wir gehen jetzt in diese kleine Mini-Arena rein und wir sehen, die ist gar nicht so mini, wie die von draußen aussieht. Was ich aber wohl mache, ist... Ich werde die ganzen Trainer machen. Also die Trainer muss ich machen, weil ich werde gegen Vasili sonst sowas von überhaupt keine Chance haben. Wobei ich hier im Moment, ich muss auch sagen, was mein Level angeht, ich bin nicht gerade overleveled, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich werde dir die feinen Techniken vorführen, die mir Arenaleiter Vasili beigebracht hat. Dann zeig mal deine Techniken, meine liebe Frieda. Rexblizzer, das ist ein guter Gegner für Kara. Das ist ein guter Gegner. Selbst mit ein bisschen KP-Abzug sollte Eruption genug Schaden machen. Level 50! Level 50, oh mein Gott, Eruption! Ja, perfekt. Rexblizzer, vierfach effektiver Eruption abbekommen und ja, ich besiege Frieda Göre. Verzeih mir, Vasili. Ja, Vasili, komm schon, gib den Ruck. Verzeih ihr. In einer Linie über das Eis zu gleiten. Ein Trainer, der das beherrscht, ist an Eleganz nicht zu überbieten. Das mit dem Eis werden wir später machen oder gleich. Aber erstmal kümmern wir uns um Schönheit Daniela mit einem Walreiser. Ein Walreiser. Okay. Level 49. Uiuiuiui. Whirlpool. Ja, super. Ich kann schon mal nicht auswechseln. Das ist klasse. Das ist super gut. Wie wäre es, wenn ich mal Steinkante probiere? Statt Ladungsstoß. Ich probiere mal Steinkante.
trifft. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon gut. Und Wachreiser besiegt. Das war ein Crit. Natürlich. Ein Crit. Level 55 für Kara. Und versucht Feuerschlag zu erlernen. Ich meine, Eruption ist nicht schlecht. Muss man dazu sagen. Allerdings ist Eruption stark an meine KP gerichtet. Und... ich weiß nicht. Lass mir Feuerschlag weg. Komm. Das sind zwar nur... Das sind eigentlich 75 Base-Punkte weniger als... als Eruption hat. Und ich denke... es ist besser, wenn ich das so mache. Ich denke schon, dass ich Eruption erlasse, weil Feuerschlag nur halb so stark ist wie Eruption mit maximalen KP. Lapras wird von Daniela reingeschickt. Und hallo, Lapras! 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 Ich mach Donner. Lapras mit Sturzflug! Nicht schlecht. Nicht schlecht auf jeden Fall. Los, Lutako, Donner! Macht guten Schaden. Ich würde sagen, ich mache jetzt Schocksamen. Und nochmal Sturzflug von Lapras. Natürlich Lapras, weil es ja auch so viel bringt. Lutako setzt Schocksamen ein. Und Lapras besiegt. Nice! Sehr schön. Und Lutako erreicht Level 55. Und versucht Magiemantel zu erlernen. Ist eine nette Attacke, aber ich bin mit meinem bisherigen Moveset eigentlich mehr als zufrieden. Jona erreicht Level 37 und ich besiege Schönheit und Daniela. Was war das? Ich habe dich besiegt, meine teuerste. So, und dann... oh, da kommt schon die nächsten Trainer. Oh mein Gott, diese ganzen Trainer hier. Ich würde mal Nacho nach vorne setzen. Ich kann auch Michelle. Komm, wir nehmen mal Michelle. Oh, warte, Moment. Warte mal. Ist das eine... das ist eine Eisarena. Da Michelle einzusetzen ist, sehr mutig. Ich nenne es jetzt mal mutig. Amagaga. Ich habe es öfter schon mal erwähnt, aber ich persönlich mag Amagaga richtig gerne. Ich habe es, als XY rauskam, sofort in mein Team aufgenommen, als ich die Möglichkeit hatte, weil ich es persönlich einfach besser fand als Monagoras. Und ja, ich mache mal 1000 Pfeile. Weil, warum nicht? Das ist halt die große Schwäche von Amagaga. Die niedrigen Verteidigungswerte, die sind halt echt nicht hoch. Dennis erreicht Level 35. Du kämpfst aber auf hohem Niveau. Dein Amagaga ist eigentlich eher auf niedrigerem Niveau. Ach du Scheiße, eine Eisarena. Gut, dass ich das jetzt mal gecheckt habe. Weil dann hätte ich mich nachher so gewundert, hey, warum sind hier so viele Eis-Pokémon? Ich werde dir beibringen, dass Kämpfe kein Zuckerschlecken sind. Schönheit Francesca mit Arctip. Ich will's nicht besiegen, aber ich muss. Ich mag Arctip richtig, richtig gerne. Oh mein Gott, nein, Arctip. Elektro. Arctip, wieso? Wieso machst du sowas? Lass das doch, Arctip. Es ist zwar schön, dass du das machst, aber... es bringt nicht wirklich viel. Francesca besiegt. Oh, du bist ja ganz schön stark. Ja, das bin ich, Francesca. So, dann haben wir hier noch zwei Trainer. Dann haben wir schon die Trainer fertig. Also in der dritten Generation... Ich halte mich immer wieder von der dritten Generation dran. Aber in der dritten Generation waren hier definitiv
mehr Trainer, Lady Natasha und ein Keifel. Schade, dass ich jetzt keine Pflanzenattacke habe. Aber gut, das werden wir schon irgendwie... Das Kind können wir schon irgendwie schaukeln, auf jeden Fall. Los, Michelle, 1000 Pfeile! Jo. Bye. Echt jetzt? Okay, Michelle, es wird Zeit. Brech die Barriere. Los! Ich meine, immerhin kann es nicht gefriertrocknen oder so. Sondern macht Slam. Gut, okay, ich verstehe schon, alles klar. Dann müssen wir leider andere Seiten aufziehen. Ist in Ordnung, Keifel, ich verstehe schon. Ich habe da vollstes Verständnis für. Du willst nicht, dass man nett mit dir umgeht. Kein Problem. Das Problem können wir sofort lösen. Also, Erdanziehung. Und diese Knopfaugen von Keifel. Mega, mega putzig. So. Ich würde sagen, wir machen direkt mal... Warte mal. Schocksamen. Speziell. Perfekt. Passt auf jeden Fall. Und wir machen nochmal Barriere. Natürlich. Und Schocksamen. Bam! So. Schön. Keifel besiegt. Und jetzt kommt das zweite Pokémon. Schnäppke. Ah, diese ganzen süßen Eis-Pokémon. Arctip. Schnäppke. Ich will nicht Wooing genau einsetzen. Weil Wooing genau und Arbok sind auf einem nicht hohen Level. Da muss es, man darf es nicht riskieren. Ich darf mein Glück nicht zu sehr strapazieren. Ich weiß, die beiden haben so gut wie gar keine Screentime bis jetzt bekommen. Aber sie werden noch ihre Momente bekommen. Das kann ich euch schon mal versprechen. So, ich würde sagen, Nahkampf. Direkt eiskalt. Bam. Eine Eisarena. Das passt zumindest auch zu den Eisfeldern oben. Ich finde, hier ist das richtig passend. Eine Eisarena. Mein Pokémon trainiere ich gemeinsam mit Vasili. Glaub bloß nicht, dass ich leicht zu schlagen bin. Schon wieder jemand, der mit Vasili trainiert. Schönheit Tia. Mit einem... Diese ganzen Walreiser. Yo! Ich kann mir vorstellen, dass Vasili plötzlich einen Arktos hat. Ja. Drachentanz. Jauler. Ew. Okay. Jaula macht mir jetzt dezent Angst. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich schon mal wenigstens schneller bin. Das ist gut. Und dass ich es mit zwei Schlägen besiegen kann. Ja. Fußtritt. Entschuldigung. Fußtritt. Natürlich. Und nochmal Jaula. Und nochmal Jauler. Und damit wäre Walreiser besiegt. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir haben jetzt Michelle auf Level 55. Habe Tia besiegt. Das war vielleicht eine Pleite. Und dann können wir jetzt auch das Pokémon heilen, oder unser Pokémon-Team heilen gehen. Und dann können wir eigentlich auch sogar schon damit beginnen, das Eisrätsel zu machen. Oh, ich wollte gerade rausgehen, aber hey, wir müssen ja die Treppe hoch. Wie gesagt, das Theme gefällt mir richtig gut. Also, gerade mit dem Eisfeld und jetzt auch noch, dass es eine Eisarena ist. Finde ich persönlich richtig, richtig cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, also, wir gehen mal kurz wieder an Land. Heilen unser Pokémon-Team auf und hoffentlich wird alles gut gehen. Hoffentlich wird alles gut gehen. Wir haben auch, wie gesagt, im nächsten Part noch so ein... Eigentlich, ich sag's schon mal so im Voraus. Der nächste Part wird etwas unspektakulärer,
Weil, wie gesagt, wir werden Xenerowell noch ein bisschen erkunden, bevor wir gehen. Wir werden dann die, What the fuck, was war das? Wir werden dann die Routen machen, die wir noch nicht gemacht haben. Ich glaube, wir werden Flossbrunn auch noch besuchen. Und, ja, alle fehlenden Pokémon werden wir dann auch noch uns dann zusammensuchen. Und bam. So. Okay, hier wird es jetzt ein bisschen mehr tricky, glaube ich, oder? Ich muss auf jeden Fall hier in der Mitte anfangen. So, das sieht doch schön aus. Das sieht nicht mehr schön aus, wobei ich das retten könnte. Doch, das kann ich retten. Das kann ich retten. Okay, ich kann es nicht mehr retten. Okay! Kann ich... Nein, verdammt! Okay, das mit dem Eisrätsel wird noch ein bisschen dauern. Jeder wird sich wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen und sich denken, Daniel, das ist doch so pups einfach. Wie kann man das nicht schaffen? Ach so, oh, okay. Gerade weil ja auch noch hier dieses Mittelstück da ist, sollte das eigentlich kein großer Akt werden. Eigentlich. Okay, dann haben wir... Boah, ich wollte gerade schon sagen. Oh, oh mein Gott, ich dachte gerade schon, ich falle hier... Oh, zwei Trainer. Oh, da kann ich ja gleich Vasili herausfordern. Ja, natürlich, ey. Mhm. Da oben steht er. Da oben. Aber erstmal muss ich hier diese... Göre besiegen. Diese Schönheit. Nee, das ist keine Göre, das ist keine Schönheit, das ist eine Göre. Du hast es bis hierher geschafft, aber zu Vasili wirst du nicht vordringen können. Ich werde dich nämlich besiegen. Oh mein Gott. Okay, okay. Adelheid mit einem Amarino. Oh, ich mag Amarino. Ich mag es. Ich will es nicht besiegen, aber ich muss es besiegen. Es tut mir so leid, Amarino. Magiemantel. Okay, wovor willst du dich schützen? Vor meinen 1000 Pfeilen? Ich glaube eher nicht. Mhm. Jona erreicht Level 38. Und Frigometri. Oh, das ist ein gefährliches Pokémon. Ich habe mit Frigometri auch sogar schon ein Palkia besiegt. Also, ich weiß... wie gefährlich ein Frigometri werden kann. So, die Frage ist, was setze ich jetzt am besten ein? Ich glaube, ich setze Nacho ein. Alles klar, Nacho, dann leg mal los. Dann kommt ein Frigometri. Und ich mache Nahkampf. Mülltreffer! Das wäre es jetzt gewesen, wenn er jetzt einfach eine Eisattacke gemacht hätte. Eine physische Eisattacke. Crit... Nacho tot. Du bist ja stark. Ich habe mich von deinem niedlichen Aussehen täuschen lassen. Oh. Findest du wirklich, dass ich niedlich aussehe? Wobei, ich müsste mich eigentlich mal wieder rasieren, aber... Danke. So. Ich denke, wir sollten auch mal... Moment, ich muss mal eben gucken... Wir sollten eventuell so. Genau. Das dann so machen.
Immer wenn ich Vasili von hier aus zusehe, vergeht die Zeit wie im Flug. Oh, ein Fangirl. Evelyn. Yugong. Yugong, gong, gong. So, Level 51. Auch hier machen wir wieder 1000 Pfeile. Ich denke, das sollte ausreichen, um Yugong wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Toxin. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber ich komme damit super klar. Ich mache jetzt nochmal 1000 Pfeile und dann ist dieses Yugong schnell wieder zurück in den Ozean geschickt worden. Yugong, gong, gong. Oha! Oha! Oha. So. Jetzt muss ich gucken, wie gesagt, dass ich das ein bisschen geschickt anstelle. Wobei geschickt jetzt eigentlich. Gut! Hätte ich es beinahe direkt beim ersten Mal geschafft. Verdammt, aber wenigstens muss ich nicht, wie in der dritten Generation, alle nochmal von vorne machen. Immerhin kann ich ja jetzt über die brüchigen Eisfelder ja so laufen. So. So. Ich würde auch sagen, wir machen das jetzt mal so, dass ich das hier nicht mehr machen muss. Schön. Warte, jetzt muss ich gucken. Okay, okay, okay. Ich hab das, ich hab das, ich hab das. Ich krieg das hin. Oh, perfekt. Perfekto. Sehr schön. Hallöchen, Vasili. Jetzt bist du also dran. Oh mein Gott. Gut, ich werde auf jeden Fall mit Nacho anfangen. Weil Nacho neben Yona und Dennis eigentlich noch die meiste Erfahrung braucht, um die anderen noch irgendwie einholen zu können. Wir geben dir oder benutzen an dir mal eben ein. Was haben wir denn hier? Beleber. Überheiler. Perfekt. So, damit wäre wenigstens schon mal die Vergiftung weg. Und wir können uns jetzt Vasili stellen. Erlaube mir, dass ich mich dir erneut vorstelle. Ich heiße Vasili und bin der Arena von Xeneroville. Irgendwas an deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor. Ich kann nicht erklären, was. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urteilhöhle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Vielleicht wird mit mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu dein Team fähig ist. Oh, im Gegenzug wirst du Augenzeuge. Oh, der einmaligen Wasserillusion von mir. Oh, und meinen Pokémon. Wow, okay, Vasili, alles klar. Nein, so. Egal, das sieht bei mir komisch aus. Egal, oh, Amagaga, du fängst also schon mal so an. Ich weiß ja nicht, ich meine, ich hätte die Möglichkeit, Amagaga sofort platt zu machen. 52, okay. Ich habe irgendwie Lust, Knochen ranzumachen. Ich glaube, das reicht nicht. Okay. Stärke. Na gut. Wow, wow, warte mal. Wow. Stimmt, das Ding hat ja Frostschicht. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir machen jetzt Nahkampf. Alles klar. Das ist natürlich die Fähigkeit, die ich total vergessen habe.
Okay, wir gehen jetzt mal zurück. Und jetzt kommt Gelatropo. Ah, cool. Gelatropo. Schick mal Michelle raus. Ich denke, mit Michelle kann ich einiges reißen. Hoffe ich zumindest. Und Gelatropo wird reingeschickt. War, nee, jetzt Gelatropo. Schemenkraft! Ah, jetzt habe ich Gelatropo mit Gelatino verwechselt. Psychostoß. Nett. Ich wollte jetzt eigentlich 1000 Pfeile machen, aber gut, dann mache ich weiter Schemenkraft, wenn du willst. Mir egal. Gelatropo, mir egal. So, dann hätten wir jetzt auch Michelle. Auch schon wieder fast auf Level 56. Schneebedeck. Wir haben doch Schneebedeck schon mal bei Wiebke gesehen. Ihr wisst doch, dass das nichts bringt. Los, Kara, du bist dran. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es jetzt das Schneebedeck jetzt sein stärkstes Pokémon wird. So, Kara erreicht Level 56 und jetzt kommen seine letzten beiden Pokémon, nämlich einmal Quiekle. Okay, warum Quiekle? Irgendwie verstört mich das ziemlich. Irgendwie verstört mich das extrem. Level 55. Ein Level 55er Quiekle. Schattenstoß. Es ist schön, dass du Schattenstoß machst, aber es bringt absolut gar nichts. Und ich glaube, 55 ist jetzt auch sein stärkstes Pokémon, oder? Ja. Ich glaube schon. Und als nächstes kommt am... Hauptsache, du bringst eigentlich dein voll entwickeltes Pokémon ganz am Anfang. Ja, Amarino. Jetzt ist natürlich die Frage. Was könnte Amarino? Wobei, das erübrigt sich eigentlich, weil ich kann jetzt mit Nacho Nahkampf machen und das Ding ist weg. Es wird einfach in den Wasserfall da hinten geschleudert. Und Quiekle war sein stärkstes Pokémon. Nahkampf. Das war Vasili. Tja, Vasili, ich würde sagen, das war unser Arena-Kampf. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Aber, wie du siehst, das war's. Beeindruckend. Das war, ja, wirklich beeindruckend. Du hast mir auf eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft von dir und deinem Team machen durfte. Du bist ein würdiger Trainer des Schauerordens. Ja, ich glaube, wenn du mir jetzt noch näher kommst, läuft mir auch ein Schauer über den Rücken, aber gut. Hier, nimm ihn an dich. Mit dem Schauerorden gehorchen dir alle Pokémon. Der letzte Orden! Yay! Ach, und nimm auch noch dies als Andenken in unseren Kampf. Oh, hier! Bitte sehr! Oh, calm down, Vasili, calm down! Bei der VM-Attacke Kaskade donnert der Anwender mit der Wucht eines Wasserfalls in seinen Gegner. Sie ist also sehr mächtig, aber auch elegant. Denn manchmal lässt sie auch das Ziel noch zurückschrecken. Nun, da dir der Schauerorden verliehen wurde, kannst du mit der Kaskade außerdem auch tosende Wasserfälle erklimmen, genau wie den hinter dir zum Beispiel. Und jetzt gabelt sich der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst.
Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Orden der Höhlenregion gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Prachtpolis, am östlichen Rand der Höhlenregion. Oder aber du versuchst, so vielen Pokémon wie möglich zu begegnen, um deinen Pokédex zu vervollständigen. Gerüchten zufolge hat Professor Birk aus Wurzelheim ein Update für den Pokédex vorbereitet. Wenn du ihm einen Besuch abstattest, gewinnt deine Suche nach neuen Pokémon sicher neue Dimensionen. Aber egal, welchen Weg du auch einschlägst, ich hoffe von ganzem Herzen, mein Lieber, dass er dich in eine strahlende Zukunft führen wird. Das hoffen wir auch, Vasili. Und gut, dass du mich nochmal auf das Update vom Pokédex hingewiesen hast, denn wir haben noch, wie gesagt, den ein oder anderen Encounter zu machen. Und es wäre natürlich dann auch von Vorteil, wenn ich, das Pokédex-Update bekomme. Ne? Den nationalen Pokédex zu bekommen, wäre nicht so verkehrt. Aber wir schauen mal, wie gesagt, wir werden uns in der nächsten Folge eher so noch darauf konzentrieren, so viele Pokémon wie möglich noch zu fangen. Und um uns dann vielleicht, wenn ihr wollt, das Team für die Top 4 zusammenstellen. Ob das aktuelle Team so bleiben soll oder ob ihr irgendwelche Veränderungen sehen wollt, das ist dann vollkommen euch überlassen. Ich richte mich dann nach euch. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich nun von euch und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.